Ulmer bereits jetzt über der Teamfoulgrenze. Und Javonte Green! Enge Kiste zur Pause, rein in die zweite Hälfte. Da passiert lange gar nichts. Drittes Viertel, wirklich low scoring. Hier mal Javonte Green, Dreier geht nicht, dann dafür der Putback-Dunk mit ganz viel Frust. Insgesamt macht Ulm. Stoppt schon mal die Aufholjagd der Ulmer. Zwischenzeitlich lagen die Gastgeber 24 Punkte zurück. Javonte Green aus dem Spiel heraus, ein 360-Dunking. Sowas sieht man unglaublich. Cummings, ein ganz, ganz starker Neuzugang bei den Oldenburgern. Dann das optische Highlight in der ersten Hälfte. Javonte Green. Per Dank. Szenen hier sinnbildlich. Ulm kriegt vorne nichts hin. Dann läuft der Frankfurter Fastbreak da ein. Super Block von Javonte Green. Schmilzt so langsam, weil Ludwigsburg sich plötzlich ganz viele Fehler leistet. 9 Turnover allein im dritten Viertel. Nur 2 waren es bis zur Halbzeitpause. Und Ulm jetzt mit dem Momentum bildern. Den Ball gewinnen und den Punkten trotz des Fouls wie hier von Pep. Ulm mit Miller. Evans. Starke Anfangsphase gehabt, danach wenig gesehen von ihm. Fotou. Durch diese Herren, denn die Gießener bleiben vorne. Javonte Green. Der hat viel Zeit, ganz viel Zeit. Und er schießt von ganz weit draußen. 3 Punkte für Ulm. Dann Ballverlust der Würzburger und Devont Green, das kennt man von ihm, der High Flyer. Zum Korb. Dann Javonte. Drescher lässt einiges liegen. Green, Green! In der Liga. Ulm mit großen Problemen in Sachen Turnovers, aber sie haben Javonte Green. Jetzt wird langsam Zeit, 4 Sekunden noch zu spielen. Per Günther. Günther. Guter Rebound von Green! Einzelaktionen, die Ulm in diesem Spiel leben lassen. Pat Miller für Javonte Green. So richtig sicher sieht das bei Ulm nicht aus. Aber sie treffen hinten raus. Ansonsten aber sehr viele Ballverluste im Spiel der Crailsheimer. Hier schnappt sich Javonte Green den Ball und lässt es sein erstes Mal krachen. John Bryant bei den Gießen 46ers und Stefan Jilovac von Große Bamberg. Aber der spielt auch nicht so viel. Javonte Green. Heranzukommen als 3 Punkte Rückstand. Green zum Ausgleich. Klasse Partie von Javonte Green. Von der University of Kentucky. Dann kann der gerne auch mal 4-5 Dreier reinnageln. Green zum Korb. Unwiderstehlich. Ausgeglichenes Spiel im ersten Viertel und einer macht schon zu Beginn auf sich aufmerksam. Javonte Green. Aber auf der anderen Seite gibt es ja immer noch diesen gewissen Javonte Green. Da hat er den Ball auf Thompson, auf Green. Offensiv nicht so. Und im vierten Viertel, da übernehmen dann die Ulmer mit der Partie. Da geht es natürlich heiß zur Sache. Beide Teams wollen und müssen gewinnen. Javonte Green.
der zweistellige Rückstand aus Ulmer Sicht. Die Ballkontrolle, die muss besser werden und die Ballbewegung wie hier. Ein toller Korb und das gelingt ihnen auch. Nur noch drei der Rückstand, dann aber Javonte Green mit einem seiner vier Steals und dem krachenden 30, Ulm verkürzt. Wieder Demond Green. Unerklärliche Fehler. Otu. Green. Schwierig. Ganz schwieriger Wurf. Die Telekom Baskets 8 Spiele gemacht. Ohne groß aufzufallen.